Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Die Vergewaltigung des Körpers, diesen Titel haben wir bewusst so ein bisschen provokativ auch gewählt. Hier geht es aber in dieser Sendung darum, was wir alles heute mit unseren Zähnen machen, die aber eine unmittelbare Auswirkung hat, nicht nur auf die Zähne, sondern auf den ganzen Körper. So, und was das für Auswirkungen sind, das möchte ich heute mit einer ganzheitlichen Zahnärztin besprechen, die mich heute auch wieder beehrt mit ihrer Anwesenheit. Ganz herzlich willkommen, liebe Sabine Vosche. Danke, dass du heute wieder da bist. Ja, hallo Alexander, schön. Ich glaube, wir wissen nicht, was wir tun. Auch als Eltern wollen wir unseren Kindern ja immer ein schönes Zähne mit auf den Weg geben. Es sieht einfach auch schön, es sieht ästhetisch aus. Arbeiten wir von klein auf schon mit irgendwelchen Spangen oder Monoblocks. Ich hatte noch so einen Monoblock in der Nacht mit der Kiefer um die Nase herum, ja. Kiefer nach vorne drücken. So, ich sehe den Vorteil der ganzen Sachen, die gemacht werden wollen, aber auf der anderen Seite habe ich noch nie irgendjemand gehört, der mir etwas Negatives darüber berichtet. Und gerne möchte ich diese Schattenseite auch mal analysieren und mit dir besprechen, bitte. Gut, ich beginne aber trotzdem mit dem Positiven. Ja, gern. Was man, wenn ich jetzt an Eltern denke, die Kinder haben und sich fragen, ist die Zahnstellung in Ordnung? Also wenn die dann mit dem ersten Schulbüchli da zur Zahnarztpraxis kommen. Und das ist eigentlich mein Aufruf, je eher, desto besser. Zahnfehlstellungen, Kieferfehlstellungen, die sieht man schon sehr früh. Welches Alter sprichst du jetzt da? Ich spreche so ab 5. Also im Kindergarten? Im Kindergartenalter, jawohl. Dann so mit 6 brechen die ersten Stockzähne durch und dann kann man schon die Relationen sehr gut sehen. Aber große Fehlstellungen, was sind Fehlstellungen? Die stehen nicht so wie die Klavierseiten, die man sich wünscht. Aber grundlegend gibt es das, was du sagst, Monoblock, der Unterkiefer ist zurück. Ist der Unterkiefer zurück oder ist der Oberkiefer zu weit vorn? Wer will das beurteilen, oder? Also die maßen sich an, das zu beurteilen. Oberkiefer hat psychodontiemäßig eine andere Aufgabe als der Unterkiefer. Der Unterkiefer in der Psychodontie soll unser jetzt dieses Leben bewältigen. Wenn der Unterkiefer zurück ist, was sagt das aus? Ich will mich dem jetzt nicht stellen, ich kann mich dem nicht stellen, ich bin ein zurückgezogener Mensch. Das ist eigentlich auch alles in Ordnung, solange die Kaufunktion nicht eingeschränkt ist. Kann ich abbeißen? Wenn da so ein Abstand ist zwischen den oberen und den unteren Schneidezähnen, werde ich nie gesund in den Apfel beißen können. Eben, also das hat ja, ne, der Biss muss nicht, ich sage immer, Klavierseiten und so, es muss kaumäßig gut gehen. Ich muss meine Nahrung zerkleinern können und mit 5, 6 interessiert das kein Kind, aber mit 13, 11 bis 13 beginnt es, dass die auch auf die Optik gucken. Also mit so einem fliehenden Kind will niemand rumlaufen, weil es hat ja auch Auswirkungen. Das heißt, das ist das eine, die Stellung der Kiefer zueinander. Aber jeder einzelne Zahn erzählt ja was. Es gibt von einem Kollegen, von dem ich auch sehr viel gelernt habe, 2 gute Bücher. Ich sage nicht den Kollegen, aber ich sage die Bücher und die sind in meinem Wartezimmer im Moment nicht, wegen C-Thema. Aber die Seele im Mund und an jedem Zahn hängt immer auch ein ganzer Mensch. Und das sind tolle Bücher, die ich den Eltern auch gerne gebe, wenn ich denen sage, schauen Sie, so sind die Kiefer, so stehen die Zähne. Und dann sage ich Ihnen, wie Ihr Kind wahrscheinlich sich verhält. Und die sagen, woher wissen Sie das? Tatsächlich? Das sieht man. Es gibt auch die Kinder, wir sprachen von zurück, und diese hier. Da sage ich, na, Rambazamba zu Hause, ne? Die wollen sich durchsetzen. Das machen die in diesem Leben, bam, bam, bam. So, und es geht wie in allem um Balance. Und wenn, ich habe ja am Anfang gesagt, ich sehe die Kinder gerne sehr früh, weil das Dritte, was man in der Zahnstellung gar nicht so beachtet, ist, dass Kindergartenkinder knirschen. Die knirschen sich ihre Milchzähne weg. Also durch Zähne beißen in der Nacht, oder? Ja, das sind Traumen. Aber das ist auch nicht normal, oder? Das ist nicht normal. Das kann sein, die liegen auf einem falschen Bettplatz. Aber das machen auch Erwachsene heute. Ja, je mehr Stress und Hektik und Druck da ist, desto mehr werden da... Kann auch ihr Bettplatz sein. Der was? Der Bettplatz. Aha, die liegen vielleicht auf einer Wasserader. Ich habe mal gehört, das sind ja Tonnen. Das sind wirklich Tonnen. Das ist Autoaggression. Und es geht auch nicht darum, denen eine Schiene zu machen. Dann knirschen sie auf der Schiene rum.
Das kann man machen. Dann hindert es den einen Kiefer, abgearbeitet zu werden. Der andere arbeitet weiter an der Schiene. Es geht ja an die Ursachen. Stressminderung, Energiefluss, den Seelenrucksack etwas leichter machen, damit ich mich aufrichten kann und dem Leben so begegnen kann, dass nach dem Motto, egal was da passiert, ich begegne dem, ich stehe da auf meinen Füßen und ich muss nicht mehr autoaggressiv nachts knirschen. Also mir hat die Nachtschiene genutzt, weil mir hat fast jeder Zahn wehgetan. Ja, natürlich. Da kam die Nachtschiene und es war Wellness. Ja. Und irgendwann konnte ich dann wirklich wieder wegtun und es war erledigt. Ja. Also war einfach eine sehr, sehr eine große Druckphase da. Natürlich. Das, und das hast du nicht unter Kontrolle. Das da meinst ist es. Du, ständig ja musst auch, du beißen. Und, ja, wieso? Das wird ja das auch ein krank. Muster. Es verselbstständigt sich ja auch. Ja. Du kannst nicht bewusst aufhören, wenn du schläfst damit. Ja. Und da durch dieses Muster zu gehen, also jeder entwickelt ein anderes System. Also ich arbeite sehr gerne mit Kieferorthopäden zusammen, weil es gibt mit 5, 6, 7 bis 9, wenn es nicht sehr schlimm ist, sagt, macht kein Kieferorthopäde was. Die sagen, okay, und dann beginnen wir. Ich beginne mit 5. Und zwar nicht mit Geräten. Ich beginne, die Seele zu entlasten, an Muster zu gehen, die Kinder zum Osteopath zu schicken, an der Ernährung. All das geht rein. Das Kiefergelenk kann falsch positioniert sein durch einen schwierigen Geburtsvorgang. Ja. Die sind vielleicht mit Glocke und Zange gekommen oder Kaiserschnittkinder. Da sind bestimmte Dinge nicht angeregt worden. Ist die Posturologie auch ein Thema? Dass er Startprobleme, Kieferprobleme, Rücken, also es ist natürlich, ja alles eins, ja, oder? Ja, natürlich. In der Neuraltherapie zum Beispiel ist das Kiefergelenk eines der größten Störfelder. Ja. Und da ich bei jedem Patienten die Statik anschaue, wie schief ist der oder wie verspannt ist der, ist die Schiefe sehr, sehr oft, schon bei Kindern. Also wenn man nur schon irgendwo mit Schuhsohlen arbeitet, kann sich plötzlich der Kiefer wieder verändern. Kann sich, aber ich könnte auch zum Osteopath gehen, der mich in meine Funktion wieder bringt und gerade richtet. Und jetzt verstehe ich es auch, warum so früh wie möglich. Ich meine, wenn diese Schiefstellungen ja schon da sind und man korrigiert das mit diesem Alter, dann kann sich ja hier oben alles ja noch verändern. Alles, das ist ja so ein Thema, was nie gemacht es, wird. Es geht oder? Ja um Entwicklung. Also vielfach heute, ich arbeite mit Kieferorthopäden zusammen, die wissen, dass ich das nicht tue, wird ja gesagt, da ist zu wenig Platz und wir müssen die oder jene Zähne ziehen und dann machen wir eine Spange und dann mache ich ja Wunden und Narben in ein bestimmtes System, welche Zähne auch gezogen werden. Und ich werde begrenzt. Es wird ja zusammengezogen. Ich möchte, dass die sich entwickeln, dass die Kieferhöhlen geweitet werden. Da soll Luft rein. Die will ich nicht verengen. Der Unterkiefer folgt. Gebe ich dem einen einen Impuls, kann ja das andere System dem folgen. Auch mental. Wachstum, nicht Begrenzung. Unsere Kinder sollen sich entwickeln dürfen. So, wie sie eigentlich vorgesehen sind. Mhm. Und wenn ich ihnen dazu Entlastung bieten kann, ist für die Eltern natürlich ein bisschen anstrengender, als wenn die da eine Spange kriegen und wir schauen mal, was passiert. Aber die fangen so früh an, dass wenn die dann in das Alter von Kieferorthopäde kommen, oft gar nichts mehr zu tun ist. Oder wir vorher schon abgeklärt haben, wie sind die Winkel, wie sind die Wachstumsprognosen. Ein Kieferorthopäde arbeitet ja mit den Winkeln. Begünstigen die das Problem oder begünstigen die Heilung? Das muss man abklären. Das muss sauber dokumentiert sein. Und dann frage ich den Kieferorthopäden, wie viel Zeit gibst du mir? Status heute. Sag dann, ja, hast du Zeit. Ich würde vorher sonst auch nichts machen. Schauen wir mal. So ist es für mich sehr reell. Ich würde nie nur sagen, wir können nur so arbeiten. Also, weil da gibt es Sachen, die man vielleicht sonst nicht beheben kann. Aber neben dem frühen Beginn bin ich auch gegen Metalle im Mund natürlich. Ich möchte noch schnell eine Klammer auftun, weil eine Frage dazwischen gekommen ist. Ja. Wir wissen ja eigentlich überall, dass Narben entstört werden sollten und einen Wahnsinnseinfluss haben auf unseren Körper. So ist es. Ich sehe auch, dass es oft gemacht wird. Aber was macht eigentlich der Zahnarzt bei seinen vielen Narben, die er da macht beim Schneiden und so weiter?
das weiß ich nicht, was der Zahnarzt macht. Ich mache dann Oraltherapie. An jeder Narbe, jeder Zahn, den ich ziehe, begleite ich 4 Monate mit einer Oraltherapie. Weil es soll ja nicht nur das Problem behoben werden, ich will auch die Narbe entstören und das Energiefeld wieder öffnen. Ich dachte mir schon, das ist wieder eine Marktlücke, wo niemand mehr eigentlich groß Bedeutung gibt in dieser Narbenentstörung. Ja. Überall wird gearbeitet, hast du eine Narbe? Ich höre ganz viele Ärzte, Heilpraktiker, kann ich unbedingt Narbenstörung. Ja. Aber hier oben, natürlich, wo wir die meisten hätten, ja, oder? Ja, natürlich. Auch Lippenbändchen ist ja in der Kieferorthopädie ganz oft ein Thema. Das geht so weit runter, dann sind die Schneidezähne vielleicht nicht so zusammen, weil das Lippenbändchen, als junge Zahnärztin habe ich die geschnitten, würde ich nie mehr machen. Nie mehr. Wenn das so vorgesehen ist, ist das so. Und manchmal werden die nachher auch eliminiert. Lass uns mal noch bitte jetzt in die Spange reingehen, in dieses Korsett, wo ja der ganze Mensch eigentlich in ein Korsett gedrückt wird. Ja. Die Wirkung kennen wir, die Zähne passen sich irgendwann an oder der ganze Mensch vielleicht. Auf der anderen Seite, was sind die gesundheitlichen Auswirkungen mit so einem Korsett? Es gibt ja die herausnehmbaren Geräte und es gibt die festsitzenden. Da werden so viereckige Dinger auf die Zähne geklebt und dann kommt da ein Draht drin und der wird so und so gebogen, damit die Zähne in welche Position auch immer gezerrt werden müssen. Das heißt, jeder Zahn ist mit dem anderen verbunden und kann sich nicht mehr so bewegen, wie er möchte. Mhm. Das ist eine Zwangsjacke. Mhm. Eine Zwangsjacke auf die Akupunktursysteme. Und wenn man etwas über Schädelatmung weiß, haben wir die Schädelknochen sind verbunden, aber nicht fixiert. Die können sich bewegen. Da arbeitet ja auch ein guter Osteopath dran. Und wenn ich die Spangen verbinde, also den Draht verbinde, hört die Schädelatmung auf. Meine rechte und linke Hirnhälfte können nicht mehr gut kommunizieren. Es atmet nicht. Wirklich? Ist das Lernproblem? Ist das Wissenschaft? Das ist Frage die Osteopathieausbildung. Boah. Macht ja niemand. Nein. Und ich werde auch nicht darüber aufgeklärt. Nein. Über die Risiken. Nein. Dann kommen Lernprobleme. Speziell noch bei Kindern ist es ja dramatisch, weil die wollen ja gar kreativ sein. Die wollen ja beide Hirnhälften nutzen. Das wollen die. Und dazu tun ihnen die Zähne weh. Und sie kriegen nachher eine Nickelallergie. Weil es und Elektrosmog kriegen sie auch noch ab, oder? Jede Menge das in den Mund kriegen rein. Die, ja. Ja, ganz wichtig. Also, das ist noch heftiger, als ich gedacht hatte. Uiuiui. Ja. Ja. Aber meine, wie kriegen wir es denn hin bei unseren Kindern? Oder andere Frage, ist es denn heute so viel schlimmer mit der Zahnstellung gegenüber früher? Weil früher hatte ja bei weitem nicht viele Leute Spangen und heute hat ja jedes Kind eine Spange. Das ist self-fulfilling, ne? Also der eine hat, der andere will auch. Ich verstehe es nicht. Weil es ist vielfach Optik. Die sagen zwar, wenn die nicht verzahnen, dann können die nicht richtig kauen. Mhm. Habe ich noch nie gesehen. Also es gibt Extremfälle. Und wie gesagt, da muss meine Art zu arbeiten mit dem Kieferorthopäden, wenn die Eltern das wollen. Ich habe sehr viele sehr aufgeklärte Eltern, die deshalb zu mir kommen und sagen, jetzt haben wir noch Zeit. Jetzt können wir ja einfach mal arbeiten. Ich will den anderen Weg nicht gehen. Die haben schon vom Kieferorthopäden das ganze Behandlungsprotokoll und haben gesagt, oh mein Gott. So, und dann sage ich, Hammer Zeit. Und es ist so beglückend, es ist wirklich beglückend, die Wesen, da das Kind und auch wenn die Eltern mitarbeiten, zu sehen, was sich bewegen kann. Also du kriegst tatsächlich alles hin, fast immer? Nicht alles, aber unglaublich viel. Nicht alles, es kommt wirklich ohne auf die Zwangsjacke. Ausgang. Ja, ich mache das nicht, aber ich muss einfach auch meine Grenzen kennen. Oder sagen so, wir klären das ab, das, was ich schon gesagt habe. Ich frage den Kieferorthopäden, wie lange habe ich Zeit? Ich sage den Eltern, unter einem Jahr geht gar nichts. Aber in der Kombination Chakratherapie, Osteopath und ich. Und dann gibt es vielleicht so einen Boxerschutz, das nennt sich Trainer for Kids, was wunderbar in verschiedenen Variationen angewandt werden kann. Das ist fast wie so eine kleine Bissschiene, aber aus Gummi, komplett beweglich und nicht fixiert im Mund. Und da kann man sehr viele, da kann man den Zähnen die Freiheit geben nachts, die sie brauchen. Kannst du mir ein bisschen mehr über die Zwangsjacke erklären, was da mit dem Kind eigentlich passiert, wenn sie jetzt diese Zwangsschienen kriegen, Tag und es Nacht? Es wird ja, sie ergeben sich. Die meisten. Verständlich, ja. Weil sie das ja auch gar nicht verstehen. Und es wird fast immer mit Hormonen und Pubertät behandelt, Lernschwierigkeiten, Schulwechsel, Leistung fällt ab.
die ganz Sensiblen, und unsere neuen Generationen sind ja sehr sensibel, und wenn sie nicht aufgeben und sich ergeben, das macht ganz viel mit der Psyche, und dann schlucke ich das in den Darm und dann werde ich kränklich oder ich werde Rebell. Aber es macht immer eine Beeinträchtigung. Ich bin niemals, ich kann nicht, ob ich will oder nicht, in meine Kraft sein, wenn ich so fixiert bin. Ich meine, es gibt auch Fortschritte. Also auch in der Kieferorthopädie gibt es, wie soll ich sagen, Fortschritte, dass man ab einem gewissen Alter nicht mehr mit Metallen arbeiten muss. Es gibt auch immer noch herausnehmbare Sachen. Ich lerne auch von meinem Kieferorthopäden, der mir jetzt gerade erklärt hat, weißt du, wir wollen nicht nur die Zähne drücken, was ja sinnvoll macht, wir wollen auch die Wurzeln bewegen, wenn Menschen mit ganz eng kommen. Aber die Kieferhöhle, die Stirnhöhle, das hier ist verbunden mit meinem Darm. Wenn ein Kind keine gute Verdauung hat, dann ist die Kieferhöhle nicht belüftet. Und so muss ich wieder grundlegend, also Ernährung, Darm, Freiheit, Seele hervorlocken. Und dann kann sich das wunderbar entwickeln. Und dann kann ich ich sein, der ich mal so gedacht war vielleicht. Wenn ich jetzt diese Zwangsjacke habe, ist ja eigentlich ganz viele Probleme eigentlich gar nicht gelöst. Also das Haltungsproblem. Skoliose? Ja, es ist nichts gelöst. Ich hatte mal einen Zahnarzt da, der hat mir gesagt, sehr viele Hallux-Füße haben den Zusammenhang eigentlich mit der Kieferstellung, mit falschem Gebiss. Und eigentlich wächst er wegen Gleichgewichtsausgleich oder Schwerpunktverlagerung. Ja. Fand ich auch unheimlich spannend, ja, oder? Ja, ist ja immer, welcher Zahn oder auf welchen Zahn muss am meisten Kraft ausgewendet werden. Das ist ja, ne? Wer steht aus der Reihe? Hm. Weil keiner darf mehr aus der Reihe tanzen, ne? Hm. Klar. Ich meine, ist ja auch so, ich meine, wenn das die Zähne nicht schön geordnet sind für ein Kind, ist es sicherlich auch ein Problem von der Optik her. Vom gehänselt werden, vom Mobbing, weiß Gott, was heute ist, oft alles so brutal, wenn es nicht passend ist. Ja. Und auf der anderen Seite, wir wollen ja das Beste für die Kinder, oder? Wir ja auch. Ich habe das ja auch alle Kinder mit Spangen durchgemacht. Heute würde ich das ja auch nicht mehr machen, oder? Aber die Bedingung ist, möglichst schnell damit anzufangen, bevor sich das alles dann zu fest formt, oder? Ja. Das ist tatsächlich so, weil also Neuraltherapeuten kann man fragen, auch die Osteopathen, das ist wirklich, weil das ist deren, der Energiefluss, die Faszien, die Knochen. Habe ich einen Leberzahn, ne? Man hat sehr oft hier Eckzahnhochstand. Das sagt mir auf der emotional und psychischen Ebene ganz viel. Und nach dem Motto, das ist wie ein Pferd, was so die Zähne bleckt. Ich beiß mal, das beißt eigentlich selten. Aber Abwehr, also aggressionsgebremst eigentlich. Der Eckzahn ist Leber. Wenn ich jetzt die unglaublich hart bearbeite, ohne ihnen ihren Weg zu lassen, den sie selber gehen würden, hat es vielleicht nachher Hüftprobleme. Weil der Lebermeridian geht über die Hüfte. Nein, wirklich. Ja, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema. Da hatten wir mal eine Sendung miteinander gemacht über dieses Netzwerk. Zähne stehen zu Organen. Ja. Und wenn ich jetzt also einen Zahn, der zu einem speziellen Organ habe, eigentlich vergewaltige in eine Form rein, dann hat das ja auch Einfluss auf das entsprechende Organ. So ist es. Oh, oh, oh. Das ist das, je nachdem, welcher Zahn oder welche Zähne aus der Reihe tanzen, wie viel Kraft ich dort auswenden muss, das Imperium schlägt zurück, sage ich immer. Also kann, muss ja nicht. Und darum sehr, sehr vorsichtig und sehr früh, weil ein Kinderknochen, also heranwachsen, die sind noch weich, die reagieren so schön und so dankbar, wenn man ihnen die Möglichkeit lässt. Und die machen das einfach aufgrund von diesen Dingen, die du machst. Ja. Verändert sich also auf der Ursachenebene. Ja. Auch der Zahn nimmt jetzt eine Form ein aufgrund einer Vorgabe. Eine Wirkung. Einen Job. Der hat auch einen Job. Und vielleicht ein lustiges. Also kein Zufallprinzip. Nein, für mich nicht. Ein lustiges Beispiel: Eine Mutter, die schon mit einem zweiten Kind zu mir kommt, ein Zahn kommt nicht raus. Der kommt einfach nicht runter. Der Platz wäre da, der kommt nicht runter. Auch ich habe ein Jahr probiert und habe gesagt, wisst ihr was, jetzt warten wir mal und machen mal gar nichts. Wir lassen den einfach mal in Ruhe.
wir werden es nicht glauben, wir haben nichts mehr gemacht. Keine Therapie, kein Osteopath, kein gar nichts. 2 Monate später war er da. Der wollte einfach mal seine Ruhe haben und selbst entscheiden. Ne? Die Chance müssen wir denen auch geben. Was ist, wenn bei älteren Leuten jetzt eine Zahnstellung sich verschoben hat und das korrigiert werden muss, dann wird es ja sicher nicht mehr so einfach sein, oder? Heute, Erwachsenenbehandlung ist ja im Kommen. Es ist immer viel Hauruck. Ich selber habe das genossen. Nach dem Studium, also kurz vorm Examen, habe ich da meine kieferorthopädische Behandlung gemacht. Ich habe dadurch 2 Zähne verloren, weil die viel zu viel Kraft aufgewendet haben im falschen Rhythmus und die Zähne sind mir einfach abgestorben. Heute geht man sehr viel sanfter um, aber ich höre das von denen, die das machen. Wenn die nicht wirklich kontinuierlich und sauber dran sind, denen tut alles weh. Und wenn die mal eine Woche nichts tun, dann tut alles weh. Ich weiß nicht, ob das, die Zähne, ja? Nein, ich weiß nicht, ob das wirklich gesund ist. Und jetzt haben wir die Vergewaltigung des Körpers eigentlich letztendlich. Ja, das kann bis zu Erschöpfungssyndrom gehen. Weil die sind aus ihrer Kraft. Da wird ja, wenn jeder Zahn da eintritt, jeder Zahn verschoben wird, dann wird ja mein ganzes System verschoben. Und wenn dann noch jeder Zahn oben und unten verschoben wird, werde ich verschoben. Ich möchte gerne die Sendung noch beenden, indem ich noch eine Zusammenfassung mache, und zwar insbesondere für die Eltern von Kindern im jungen Alter. Hier möchte ich mal einsetzen. Kann man auf einer Homepage irgendwo weitere Informationen dazu finden, wie ich meinem Kind, das klein ist und jung ist, eine gute Zahnstellung mit auf den Weg geben kann? Das aber letztendlich auch die Atmung des Hirns zulässig gewährleistet, rechte, linke Hirnhälfte, Stellungsproblematiken korrigiert, die vielleicht auch von der Geburt her vorgegeben sind und so weiter. Gibt es eine Plattform, wo man da sich schlau lesen darf? Auf meiner Homepage gibt es www.zahnundmensch.ch. Kann man gut nachlesen und man muss sich immer bewusst sein, dass das, je früher es abgeklärt wird, also nicht mit 3, oder? Aber so 5, 6 sieht man die Tendenzen schon ganz gut. Je früher man ansetzt, in der Kombination von 2 oder 3 Fachleuten, dann kann das sehr einfach sehr viel besser werden. Also kriegt man gerade ein schlechtes Gewissen, dass man das selber nicht bei den Kindern so gemacht hat, sondern eigentlich wirklich mit dem Korsett gearbeitet hat, was... Ich weiß es ja erst seit jetzt mit dir. Trotzdem einfach schade, wenn man so solche Sachen machen musste, weil man einfach gemeint hat, man macht das Beste. Und ich bin sehr dankbar, haben wir heute unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einen Weg zeigen dürfen, wo wir wenigstens die kleinen Kinder nicht in ein solches Korsett stecken müssen oder ihr Potenzial, ihre Resignation damit fördern. Das ist alles andere als positiv. Das sehe ich auch so. Ich hoffe, dass noch ganz viele solche Praxen, wie sie du in der Schweiz hast, sich weiter vermehren werden. Und ich hoffe auch ganz fest darüber, dass noch viele Zahnärzte diese Sendung heute auch gesehen haben und sich hinterfragen, ob es auch andere Wege gibt zum Ziel, die eben nicht mit Gewalt und mit Druck eine Vergewaltigung letztendlich von den Zähnen des ganzen Körpers über dieses Korsett begünstigt, sondern eben, dass es einen natürlichen Weg gibt, wo auch die Ursachen mit einbezogen werden dürfen, insbesondere auch die Psyche, gell? Ja. Ich staune immer wieder, unglaublich. Also, in diesem Sinne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, informieren Sie sich. Hoffentlich haben Sie heute ganz, ganz viel mitnehmen dürfen, so wie ich heute auch. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.